Eines meiner liebsten Website-Themen, was ich persönlich auch immer relativ am Anfang angehe, wenn ich eine neue Seite baue, ist das Thema Fußleiste. Da wird traditionell super viel unterschätzt und das sage ich auch allen Leuten immer in meinen Kursen. Ich habe einen Squarespace-Kurs namens Website mit Plan, da sage ich Fußleiste, 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 super wichtig. Und wie du das genau einstellen kannst, das gehen wir heute in diesem Video an, denn es ist so, dass viele Leute ein bisschen verwirrt sind, so hä, aber früher gab es da ein Menü und seit der Version 7.1 ist das alles anders und das gucken wir uns in diesem Video genau an. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Victoria Weber und mache auf diesem Account sehr viele Squarespace-Tutorials, Infos für Webdesigner, für Leute, die sich eigene Websites aufbauen und alles, was drumherum gehört. Und wenn du das cool findest, dann abonniere diesen Kanal unter diesem Video. So, jetzt geht es also um die Fußleiste. Und ich springe mal direkt in eine Beispiel-Demo-Seite, um dir zu zeigen, was du da genau machen kannst. Wir sind jetzt hier in einer Seite und um die Fußleiste anzugucken, gehst du hier runter. Das heißt, hier ist es so ein bisschen halb überdeckt. Und da siehst du schon, okay, das ist eine Fußleiste, die aus zwei Teilen besteht. Und das ist im Prinzip auch sehr, sehr einfach. Das heißt, du kannst im Prinzip hier gucken, du hast hier unten einmal die Fußleiste, dann hast du diesen Fußleistenteil und das bedeutet, du kannst in Abschnitten arbeiten. Und das ist tatsächlich auch ein Designtrick, den wir uns gleich angucken werden. Aber für dich gut zu wissen, hier fängt die Fußleiste an, hier ist der erste Abschnitt und hier ist der zweite Abschnitt. Und wie du baust, zeige ich dir jetzt auch hier in diesem Tutorial. Als allererstes klickst du hier oben auf den Bearbeiten-Button. Das heißt, da musst du drauf und kannst dann drauf gehen und gucken, was du möchtest. Wir machen das mal ganz kurz hier. Und gehen hier rein. So, wir sind jetzt auf einer Seite und du musst hier unten, wenn du hier drüber fährst, also über die Fußleiste, dann kommt Footer bearbeiten. Ich zeige dir nochmal ganz kurz mit einem Pfeil, wenn man hier drüber geht. Hier, wenn du hier drüber fährst, über diesen Bereich, dann kommt dieses Footer bearbeiten, was super wichtig ist für dich. Wenn du jetzt hier drin bist, dann siehst du, dass es verschiedene Abschnitte gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber fahre, oben drüber, siehst du den blauen Abschnitt, das ist der obere, und der untere ist der andere Abschnitt. Innerhalb dieser Abschnitte kannst du ganz, ganz normal stylen und Sachen einfügen. Und das hatten wir auch schon in den vorherigen Tutorials, dass du da ganz normal der Sachen bewegen kannst. Und so machst du das im Prinzip dann auch, dass du dein Footer so aufbaust, deine Fußleiste, dass du da einfach Text reinsetzt. Und du siehst, das hier ist zwar ein Menü, sieht aus wie ein Menü, aber es sind einfach nur drei Worte. Und auf den Worten ist hier mit diesem kleinen Tool ein Link gesetzt. Das heißt, hier, wenn du da drauf klickst, dann öffnet sich dieser kleine Editor und da ist dann das Tool, wo du auf diesen Link klicken kannst, was jetzt auch markiert ist. Wenn ich da drauf klicke, dann kommt das Thema Branding. Das heißt, du siehst jetzt hier habe ich einen Link eingegeben. Du kannst auch einfach hier draufklicken und den Link aussuchen. Hier steht, was in dem Wort stehen soll. Hier unten steht der Link. Und dann kannst du bei diesem Ding hier aussuchen, was passieren soll. Kleiner Tipp, du kannst sogar aussuchen an dieser Stelle bei dem Link, ob es sich in einem neuen Fenster öffnen soll. Das heißt, du hast hier einmal diesen kleinen Schieber, wenn das zum Beispiel in einem neuen Fenster geöffnet werden soll, was ich bei internen Seiten nicht empfehle, bei externen schon. Also wenn du zum Beispiel auf einen externen Shop oder ein externes Buch oder sowas leitest, dann solltest du das machen. Und du kannst auch alternativ Dateien verknüpfen, du kannst externe Seiten, du kannst E-Mail-Adressen, du kannst Telefonnummern, du kannst eigentlich alles verlinken, was du dir vorstellen kannst. So, hier gehen wir jetzt mal wieder raus und so musst du das im Prinzip nur machen und dann hinterher kannst du noch so stylische Sachen hinzufügen wie dieses hier, wo man sagt, okay, Copyright 2023, fancy Geschichten, dein Impressum und Datenschutz muss auf jeden Fall immer verlinkt werden, das ist super wichtig und deswegen ist das hier wirklich so ein Bereich, der super einfach ist und was viele immer so komplett verwirrt, weil das nicht was ist, was im Menü, das war früher so bei Squarespace 7.0, eingerichtet werden muss, sondern du kannst es einfach wie einen ganz normalen Website-Bereich machen, nur dass der Unterschied eben ist, dass dieser Bereich für alle Websites gleich ist und das ist ja die Definition einer Fußleiste. Und hier siehst du auch, wenn du jetzt hier auf Bearbeiten zurückgehst, ich mache da auch noch mal kurz einen Pfeil drauf, wenn du hier zurückgehst, dann würdest du wieder die Seite bearbeiten und hier alles, was hier oder hier sich bewegt, sind eben die Fußleistensachen und das funktioniert ganz einfach wie alle anderen Abschnitte auch und du kannst damit super cool arbeiten und dich komplett verausgaben. Und ich habe in diesem Video unten in den Notizen auch einen Artikel verlinkt, wo ich ein paar interessante Ideen für Fußleisten habe. Und da findest du bestimmt einige coole Sachen, die du damit umsetzen kannst. Viel Spaß!